Einer meiner Außendienstmitarbeiter ist zuletzt wieder auf Blu-ray-Shopping-Tour gewesen, speziell auf Schnäppchenjagd und hat mir online ein paar richtig geile Angebote zugesendet mit ein paar Fotos und da konnte ich absolut nicht widerstehen. Da gab es Blu-rays und auch Mediabooks, Steelbooks von 1 Euro bis zu 3, 4 oder 5 Euro. Absolut großartige Angebote und ich habe nur noch gesagt, pack ein, pack ein, pack ein, mach mir ein Paket fertig, schick mir die Summe inklusive Versand und dann wird das Ganze auch sofort bezahlt. Jetzt ist alles hier auch bei mir angekommen und zwar in diesem Paket, das fast 4 Kilo wiegt. Und was da drin alles ist, welche Schnäppchen der Manuel hier geschlagen hat, das gucken wir uns an. Hakan ist wieder am Start, finde ich geil, dass ihn ein paar von euch sogar vermisst haben, ja, ist so ein bisschen hier der Running Gag und finde ich cool, dass man auch auf solche Kleinigkeiten achtet, nachdem ich ihn zuletzt ja hier in Quarantäne schicken musste, sozusagen. Erst über Stunden in seinem Nachtclub als Türsteher, dann Quarantäne. Tja, so ist es. Ist halt ein viel beschäftigter und gefragter Mann, unserer Hakan. So, ich wusste, was alles drin ist. Jetzt habe ich es aber mittlerweile schon vergessen. Es ist fast wie ein Mystery-Paket, aber diesmal eben etwas, das ich selber bezahlt habe. Und danke nochmal und Grüße gehen raus an meinen wunderbaren Außendienstmitarbeiter. Er weiß Bescheid. Jo, also hier sehr schön verpackt. Falls das Toilettenpapier ausgeht, haben wir hier noch was Einlagiges. Ja, recycelt, umweltfreundlich, das ist schon mal gut. Dann schauen wir uns das einmal an und gucken uns die Schnäppchen eben an. Hier sind sie sogar noch mit dem Rotstift vermerkt. Ihr seht also die Preise direkt hier drauf. Grüner wird's nicht, haben wir hier für 2 Euro. Dann haben wir Balduin, das Nachtgespenst für 2 Euro, die Blu-ray. Dann haben wir Halloween, die Nacht des Horrorclowns. Hier kann ich es kaum noch entziffern. Das wurde, glaube ich, auch von 5 Euro nochmal runter reduziert auf 2 Euro. Ja. Ich habe gesagt, alles was 1, 2 Euro ist, nimm mit. Simpel haben wir dann hier noch dabei. Denn wenn ich irgendwas dann doch noch doppelt habe, was ich jetzt auf den Bildern so nicht erkannt habe, dann wandert es ins eine der Pakete für euch noch rein und mischt das noch zusammen. Also das passt von der Community für die Community. Ihr seht es hier. Und dann haben wir hier noch absolut großartiger Preis. Da waren es nur noch 3. War reduziert auf 10 Euro, wurde aber nochmal runter reduziert auf 3 Euro, ja, kann man mal machen. Hier ist Halloween drauf, die Nacht des Grauens, dann John Carpenter's The Ward und Flashback, mörderische Ferien. Den habe ich irgendwann mal gesehen in den 90ern und The Ward habe ich noch gar nicht zu Hause. Also für den Preis von 3 Euro finde ich das mal richtig, richtig nice. Das kann man definitiv machen. Dann geht es hier weiter. Dann haben wir Jigsaw. 2 Euro. Ihr seht es hier. Richtig geil. Victor Crowley von Hatchet. Ja, auch reduziert auf 2 Euro. Wunderbar. Moonlight haben wir für 2 Euro. Ja, Oscar-Gewinner. 3 Oscars sogar. Anna haben wir hier für 2 Euro. Dann haben wir Jumper für 2 Euro. Und dann haben wir für 2 Euro Trick, dein letztes Halloween, Uncut. Also hier wird schon mal vorbereitet auf den Horror-Oktober. Ist echt mega. So, da geht's aber noch weiter. Dann haben wir hier die Reise der Elfen. War auch 2 Euro reduziert. Dann haben wir hier Miss Bala. Miss Balla, Miss Ballaballa, Miss Ballermann fällt mir da irgendwie ein.
auch 2 Euro. Wartet mal, das muss ich hier weg, das stört mich kurz. Dann haben wir Demon Hole, Das Böse ist erwacht, von den Machern von It Follows. Ebenfalls für 2 Euro, abgestaubt hier. Dann hatten wir noch hier Serena, Bradley Cooper und Jennifer Lawrence. Ja, ebenfalls 2 Euro. Dann geht es hier noch weiter. So, und da haben wir, ich muss hier an der Seite schauen, weil Peak Dame für 1 Euro, weil der Titel meistens überklebt ist mit dem Preis oder so. Oder schlecht zu lesen, das passt. Dann haben wir Sauguin. Keine Ahnung, Vincent Cassel. Das heißt bestimmt nicht so, aber ist jetzt auch wurscht. Ja. Dann haben wir Ghost, Nachricht von Sam für 1 Euro, die Blu-ray. Ey, wie geil ist das denn, oder? Fantastisch. Dann haben wir der letzte Countdown. Hier noch mit am Start. Kirk Douglas spielt hier auch noch mit, also richtig geil. Deepwater Horizon für schlappe 1 Euro. Sehr schön. Dann haben wir Tanz der Teufel 2, ja, auch für 1 Euro. Richtig, richtig krass, ja. In dem Markt, wo er hier gewesen ist, da wurde komplett aussortiert, alles muss raus, umgestaltet werden und so weiter und so fort. Und da wurde halt mal richtig krass der Rotstift angesetzt. So muss es sein. 1 Euro für eben The Fog. Dann haben wir Don Quixote von der Mancha, auch für 1 Euro hier abgestaubt. Dann Hard Am Limit, Ice Cube, hey, cool. Irgendwie kommt mir der bekannt vor, aber ich, wenn wir mal gucken, bei dem Preis, überleg mal gar nicht lange, einfach einzacken, Buddy. Mit Michael Bulli Herbig haben wir hier noch. Dann haben wir noch Eine Nacht in Paris. Auch der hier war 1 Euro. Wunderbar, das war's aber auch noch lange nicht. Dann holen wir das hier raus. Dann haben wir hier noch ein paar Editionen. Ready or Not für 3,99 €. Sehr geil, den hatte ich bis jetzt nur digital, jetzt eben auch als physisches Medium. Habe ich ja eine Rap-Review dazu gemacht, fand ich großartig den Film, also echt geil. Den legen wir mal hier mit darüber. Was haben wir hier noch? Bigfoot Junior, sehr geil, für 2 Euro mitgenommen hier. Come on, Baby, come on. Jetzt hat er es. Sehr geil. Und Rob Zombie Firefly Edition auf Blu-ray, sehr geil, für 5 Euro. Jo, also denke ich mal, das waren schon mal richtig, richtig geile Schnäppchen hier. Ihr seht es, aber wir sind immer noch nicht fertig. Hier drin sind noch ein paar geile Sachen, dann machen wir hier auf. Ja. Richtig geil, Saturn. Jabberwocky habe ich euch ja vorgestellt von Cape Light Pictures und den werde ich dann definitiv an jemanden von euch weiterreichen. Das ist dann so mein kleines Geschenk eben an euch. Ihr seht es hier von der Community, für die Community, aber für den Preis, das kann man einfach nicht liegen lassen. Also tut mir leid, ja, dann nehme ich es lieber mit und schicke es an einen von euch her. Dann haben wir hier noch ein weiteres Mediabook und zwar für 5 Euro Breaker Breaker mit Chuck Norris. Ja, sehr geil. Und dann haben wir hier noch was. Das Schnäppchen. Ich meine, das ist ja alles Schnäppchen des Tages. Aber das ist schon ein ultra krasses Schnäppchen. Nämlich Al Pacino Serpico im 4K Ultra HD Steelbook. Was meint ihr? 3 Euro. Also richtig, 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 richtig geil. So, also meine Freunde, ihr habt es gesehen. Mal gucken. Jo,
da ist alles leer. Ihr habt es gesehen, das war Sine Manuels Schnäppchenjagd, mal anders über Facebook Messenger online. Und ich denke, das sind ein paar richtig geile Sachen dabei. Ein, zwei Sachen habe ich gesehen, die ich schon habe, an euch weiterreichen darf. Aber macht ihr nichts, also da kommen auch ein paar richtig geile Pakete für euch in Zukunft hier auf diesem Kanal auf euch zu. In diesem Sinne... herzlichen Dank nochmal an meinen Außendienstmitarbeiter. Herzlichen Dank an euch fürs Zugucken. Auf bald, meine Freunde. Bleibt gesund und Servus.